Karl Brandt, von dem wir schon in der letzten Folge gehört haben, gilt als Vater des Emschertal-Museums. 1898 in Herne geboren, hat er schon als Jugendlicher ein ungewöhnliches Hobby. Fußball? Nein. Comics, euer Ernst? Nein. Sein ungewöhnliches Hobby war Archäologie. Er nahm an Grabungen teil und begann, Bodenfunde zusammenzutragen. In den 1920er Jahren begann er seine Sammlung öffentlich zu zeigen. Seine Ausstellungen stießen dabei auf so großes Interesse, dass bald der Ruf nach einem städtischen Museum laut wurde. Obwohl er nie studiert hatte, stieg Karl Brandt bald zum führenden Archäologen im Ruhrgebiet auf. Seine Funde sind bis heute im Besitz des Emschertal-Museums. Jetzt bloß nicht stolpern. Diese und viele andere Urnen fand er bei Grabungen im Schlosspark. Sie stammen aus der Bronzezeit, sind also mehrere tausend Jahre alt. Dieses Exemplar ist samt Inhalt erhalten geblieben. Wenn ich so alte Sachen sehe, kriege ich immer einen Schauer. Archäologenschauer. Auch viele weitere Erkenntnisse über die Entstehung des Schlosses haben wir Karl Brandt zu verdanken. Zum Beispiel untersuchte er die ursprüngliche Form des Schlosshofes und schrieb: Die schon seit Jahren von uns geplante Ausgrabung des Schlosshofes konnte am 8. März 1951 in Angriff genommen werden. Nach allem, was wir bisher sehen und was sich aufdrängt, war der Schlosshof restlos abgeschlossen. Möglicherweise können wir unsere Vermutung noch durch Weiterverfolgung dieses alten Fundaments bekräftigen, dass hier ein Turm gestanden haben muss. Denn danach sieht der Grundriss aus. Wir werden das für Sie weiterverfolgen. Trotz seiner Passion für Archäologie war es Karl Brandt daran gelegen, ein möglichst vielschichtiges Porträt regionaler Kulturgeschichte zu zeigen. Er sammelte Exponate aus allen möglichen Bereichen. Aus der heimischen Flora und Fauna, Kunst aus Herne, Wanne-Eickel und Umgebung, Möbel und Haushaltswaren aus allen möglichen Epochen und jede Menge bäuerliches Arbeitsgerät. Karl Brandt und seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen, dem ganzen Team, ist es zu verdanken, dass die Emschertal-Museen heute über eine Vielzahl von interessanten Exponaten verfügen und tolle Ausstellungen machen. Das alles gibt es in den vier Häusern. Im alten Wartesaal, dem Heimatmuseum Unser Fritz, der Städtischen Galerie und dem Schloss Strünkede. Kommen Sie einfach mal vorbei. Ist wirklich schön hier. Ich würde mich freuen. Schon als Jugendlicher ein ungewöhnliches Hobby. Comics? Nein. Sein ungewöhnlicher. Zum Beispiel untersuchte er auch die über. Hier sonnen sich gerade die neuen Schlossherren. Jobst und Henrika. Wenn euch bessere Namen einfallen, schreibt uns.
Kunst aus Herne, Van der Eickel und Umgebung. Das Emschertal-Museum heute über eine Vielzahl von beeindruckenden... Ist wirklich schön. Kommen Sie mal vorbei. Ich würde mich freuen.